Der neue Limburger Bischofssitz sieht auf den ersten Blick eigentlich eher unscheinbar aus. Und doch soll er rund 31 Millionen Euro gekostet haben. Diese horrende Summe ist nur einer von vielen Kritikpunkten am Limburger Bischof Thebats van Elst, aber mit Sicherheit das Symbol für seine Abgehobenheit und Auslöser für den Ärger der letzten Wochen. Die Folge: massiver Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Allein im Oktober sind in Limburg 180 katholische Kirchenmitglieder aus ihrer Gemeinde ausgetreten. Also ich persönlich denke, es wird sehr, sehr schwierig werden, denn die Leute sind ungeheuer skeptisch geworden. Die Kirche ist ja eine ganz große Organisation und das Vertrauen von dem Herrn Bischof hier, das ist natürlich beschädigt, das würde ich schon so sagen. Er soll es nun wieder richten. Der ehemalige Wiesbadener Stadtdekan Wolfgang Rösch, nun Generalvikar an der Lahn. Ganz bewusst wurde seine Vorstellung nicht im Prunksitz, sondern im Priesterseminar abgehalten. Für die nächsten 3 Monate wird er die Amtsgeschäfte von Thebats van Elst in Limburg übernehmen. Nach der Aufregung und den Unsicherheiten der letzten Wochen ist seine vorderste Priorität, für Normalität sorgen und die Situation im Bistum Limburg beruhigen. Einfach das Gespräch mit Leuten suchen und dass die Leute auch das Gespräch umgekehrt annehmen. Was mich trägt und was das Wertvollste ist, ist so ein Vertrauensvorschuss, den erfahre ich sehr deutlich. Ich erfahre auch sehr deutlich so der Wille, dass man endlich da rauskommt aus dieser Situation, wo alles so paralysiert war. Wichtig sei außerdem, mehr Transparenz und das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen. Mir tut es vor allem um die Menschen leid, die sich sehr stark als Kirche und der Kirche zugehörig empfinden und jetzt in ihrem Gewissen in diese Situation gebracht gefühlt haben, austreten zu müssen. Das würde ich auch nirgends denen abreden wollen, dass es so ist. Aber genauso auch, weil Kirche ist nicht eine momentane Situation oder personalisiert jetzt in wenigen, sondern Kirche ist auch das, was sie andernorts erlebt haben, wo Kinder getauft werden, Menschen beerdigt, getraut wird, seelsorgerlich begleitet. Der 54-Jährige ist nun früher als gedacht zu seinen neuen Aufgaben gerufen worden. Eigentlich hätte der Wechsel erst im Januar stattfinden sollen. Doch vergangene Woche schickte der Papst Franz Peter Thebats van Elst in den Zwangsurlaub. Nun heißt es für den Neuen, sich erst einmal in seinem neuen Aufgabenbereich zurechtfinden. Also ich bin in der ersten Woche und in der ersten Woche heißt einfach aufzunehmen, was auf mich einströmt und da drin zu schwimmen, ohne unterzugehen. Das gelingt mir momentan noch ganz gut. Aber das langt nicht aus, man muss auch gestalten, man muss dann auch wieder Strukturen sinnvoll gestalten, Tagesabläufe und vor allem sich ein Bild machen, wer die Personen sind, mit denen diese Aufgabe gelingt. Laut Medienberichten halten führende Katholiken im Bistum eine Rückkehr von Thebats van Elst für ausgeschlossen. Doch was passiert jetzt eigentlich mit seinem teuren Bischofssitz? Dazu habe ich zu wenig Fantasie. 3 Monate ist nun Limburg erstmal sein neues Zuhause. Übrigens, Wolfgang Rösch wird in dieser Zeit in einem Gästezimmer im Priesterseminar wohnen. Bis Anfang 2014 will die von der Deutschen Bischofskonferenz einberufene Kommission über die Vorwürfe rund um den Bischofssitz beraten haben. Dann wird sich zeigen, was die Stunde auf dem Limburger Domplatz geschlagen hat.